Hallo alle zusammen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Daten nach einem neuen Installieren, Update von Mac OS X oder nach dem Formatieren einer Festplatte wiederherstellen können. Wie von den meisten Mac-Benutzern angegeben, tritt der häufigste Informationsverlust bei dem Neuinstallieren, Update des Systems oder Formatieren einer Festplatte auf. Neuinstallieren des Betriebssystems ist normalerweise bei dem Systemunterbruch erforderlich, zum Beispiel wenn der Computer langsam ist oder wenn Sie alle persönlichen Daten löschen müssen. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Daten nach dem Neuinstallieren von Mac OS oder dem Formatieren einer Festplatte wiederherstellen können. Außerdem gibt es eine Anleitung, mit der Sie Mac OS sicher nachinstallieren können, ohne Daten zu verlieren. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn Sie das Betriebssystem mit dem Formatieren der Festplatte nachinstallieren möchten, sollten Sie im Voraus eine Sicherungskopie wichtiger Daten erstellen, damit Sie nicht über die Wiederherstellung nachdenken müssen. Dies ist der beste Weg, um sich vor dem Verlust wichtiger Informationen zu schützen. Manchmal reichen Backups jedoch nicht aus, um verlorene oder gelöschte Dateien wiederherzustellen, da immer etwas Unerwartetes passieren kann. Beim Neuinstallieren löscht das System das Volumen schnell. Infolgedessen wird das Dateiverzeichnis gelöscht, es werden jedoch keine Informationen auf die Festplatte geschrieben und die Originaldaten werden nicht überschrieben. Diese Tatsache ermöglicht es Ihnen, Dateien nach dem Neuinstallieren des Mac-Betriebssystems wiederherzustellen, weil Sie schnell Maßnahmen ergreifen. Bitte beachten Sie, dass Sie die Verwendung Ihres Computers einstellen müssen, da sonst Daten verloren gehen, wenn sie überschrieben werden. So stellen Sie Dateien nach dem Neuinstallieren von Mac OS wieder her. Ohne zusätzliche Software können Daten nach dem Neuinstallieren des Systems nur wiederhergestellt werden, wenn Sie zuvor eine Sicherungskopie erstellt haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, verlorene Dateien wiederherzustellen. Wählen Sie ja nach Situation die gewünschte aus. Die erste Methode, um verlorene Dateien nach dem Neuinstallieren des Systems wiederherzustellen, besteht darin, eine Sicherung von Time Machine wiederherzustellen. Wenn Sie Backup auf einer externen Festplatte erstellt haben, können Sie Ihre verlorenen Informationen problemlos wiederherstellen. Auf diese Weise können Sie Ihre verlorenen Dateien mit fast 100 Erfolg vollständig wiederherstellen. Zum Wiederherstellen müssen Sie Folgendes tun. Schritt 1. Stellen Sie sicher, dass das externe Laufwerk mit Sicherungskopie Time Machine mit Ihrem Mac-Gerät verbunden ist. Schritt 2. Öffnen Sie Launchpad und klicken Sie auf Andere. Hier finden und klicken Sie auf das Symbol Time Machine. Schritt 3. Scrollen Sie durch die Tatsache und zeigen Sie Sicherungskopie mit verlorenen Dateien mit dem Aufwärts- und Abwärts-Pfeilen an. Schritt 4. Suchen Sie die verlorenen Daten, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Danach beginnt der Wiederherstellungsprozess. Als nächstes müssen Sie möglicherweise Ihren Computer neu starten. Danach sollten die Dateien auf dem Gerät angezeigt und für die Anzeige verfügbar sein. Für die nächste Methode benötigen Sie einen Computer mit einem Windows-Betriebssystem. Falls Sie von dem Neuinstallieren von Mac OS kein Backup in Time Machine erstellt haben, müssen Sie ein spezielles Dienstprogramm herunterladen, mit dem Sie Ihre Daten wiederherstellen können. Unter den vielen Datenwiederherstellungstools empfehlen wir Hetman Partition Recovery,
Wenn Sie Dateien nach dem Neuinstallieren des Betriebssystems wiederherstellen möchten, können Sie sicher sein, dass Hetman Partition Recovery Ihnen dabei hilft. Das Dienstprogramm scannt Ihre Festplatte oder Ihr externes Speichergerät, findet verlorene Daten und kann diese problemlos wiederherstellen. Gehen Sie wie folgt vor, um Daten wiederherzustellen. Schritt 1. Schließen Sie Ihre Festplatte an einen Windows-Computer an, laden Sie Programm Hetman Partition Recovery herunter und installieren Sie es. Wie bereits erwähnt, löscht das System bei dem Neuinstallieren von macOS das Volumen schnell. Infolgedessen wird das Dateiverzeichnis gelöscht. Es werden jedoch keine Informationen auf die Festplatte geschrieben und die Originaldaten werden nicht zerstört. Bitte beachten Sie, dass Sie die Verwendung Ihres Computers einstellen müssen, da sonst Daten verloren gehen, wenn sie überschritten werden und Sie sie nicht zurückerhalten können. Schritt 2. Wählen Sie im Datenträgermanager Ihr Gerät aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Öffnen. Versuchen Sie zuerst einen schnellen Scan, da dies weniger Zeit in Anspruch nimmt. Wenn das Problem die gelöschten Daten aufgrund eines schnellen Scans nicht finden, führen Sie einen vollständigen Scan durch. Schritt 3. Der Datenwiederherstellungsassistent-Scan sofort das ausgewählte Datenträgervolumen und zeigt die Scanner-Ergebnisse im rechten Teil des Fensters an. Schritt 4. Nach Abschluss des Scans müssen Sie nur die gelöschten Dateien markieren, die wiederherstellen werden müssen, und auf die Schaltfläche Wiederherstellen klicken. Gehen Sie an, wo die Daten gespeichert werden sollen und klicken Sie auf Speichern. Mit dem Programm können Sie auch ein Disk-Image erstellen, um Daten aus dem Image wiederherstellen, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass verlorene Informationen wiederherstellt werden, da bei den mehreren Scans der Festplatte Daten zerstört werden können. Hetman Partition Recovery ist ein leistungsstarkes, sicheres und benutzerfreundliches Dienstprogramm zur Datenwiederherstellung. Wir empfehlen die Verwendung dieses Dienstprogramms. Vor der Verwendung können Sie sich ein Video des Vergleichstests ansehen, in dem dieses Dienstprogramm eines der besten Wiederherstellungsergebnisse zeigt. Sie können dieses Dienstprogramm auch in folgenden Fällen zur Wiederherstellung verwenden. Bei der Wiederherstellung von Daten, die durch Löschen, Formatieren, Systemausfall, Virenfall und andere Datenverlustsituationen verloren gegangen sind. Bei der Datenwiederherstellung von internen und externen Festplatten, USB, CD-Speicherkarten, Kameras und bei der Datenwiederherstellung von anderen Speichergeräten. Außerdem können Sie verlorene Fotos, Videos, Musik und andere Dateitypen wiederherstellen. Systemsicherung und Neuinstallieren ohne Datenverlust. Von dem Neuinstallieren des Systems wird jedoch empfohlen, eine Sicherungskopie Ihrer auf der Festplatte gespeicherten Daten zu erstellen. Dadurch verlieren Sie keine wichtigen Daten und alles läuft problemlos. Obwohl dies einige Schwierigkeiten verursachen kann und einige Zeit in Anspruch nehmen wird, müssen Sie danach nicht noch mehr Zeit aufwenden, um die verlorenen Daten wiederherzustellen. Kopieren Sie wichtige Daten, beispielsweise auf einen Wechseldatenträger. Um Zeit zu sparen, verwenden Sie das integrierte Dienstprogramm Time Machine. Anschließend können Sie das Betriebssystem nachinstallieren. Für die Neuinstallation ist es erforderlich. Schritt 1. Starten Sie Ihren Computer im Wiederherstellungsmodus 9, starten Sie Ihr Gerät 9 und halten Sie gleichzeitig die Befehltaste und die R-Taste gedrückt, um das Fenster Utilities Mac OS X zu öffnen. Schritt 2. Reinigen Sie die Festplatte, öffnen Sie dazu das Festplattendienstprogramm und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie das Startlaufwerk aus und klicken Sie auf Löschen. Wählen Sie Mac OS, Extended oder APFC auf und klicken Sie auf Löschen. Schritt 3.
starten Sie Ihr Gerät neu, während Sie die Befehltaste und die R-Taste gedrückt halten, um das Fenster Utilities Mac OS zu öffnen. Klicken Sie hier auf das OS erneut installieren, dann auf Bestätigen und mit dem Neuinstallieren zu beginnen. Und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen. Nach Abschluss erhalten Sie ein Gerät mit einem sauberen System. Nummer 4. Öffnen Sie Time Machine und stellen Sie es auf einer Sicherung wieder her, um Daten wiederherzustellen. Jetzt können Sie das Betriebssystem nachinstallieren und alle Ihre Dateien behalten, indem Sie eine neue Kopie des Betriebssystems erhalten. Ich hoffe, diese Anleitung hat Ihnen geholfen, das Problem der Wiederherstellung verlorener Daten bei dem Neuinstallieren, Updates des Betriebssystems oder Formatieren der Festplatte zu lösen. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Daumen hoch, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.